So, liebe Leute, leider keine guten Nachrichten. Es hat mich gerade abgestürzt, der Jägermeister. Und das geht jetzt leider nicht mehr zum Fahren. Und der Grund ist der da. Schlimm, aber es passiert. Materialkosten nicht so tragisch, aber halt viel Arbeit. Gott sei Dank habe ich einen zweiten mit. Also werden wir mit dem Bodycam weitermachen. Ja, liebe Leute. Und so sieht das dann aus, wenn er blöd fällt. Okay, ist passiert. Aber wir haben ja Gott sei Dank dementsprechenden und vollwertigen Ersatz dabei. Wir werden ja sehen, wie er sich mit den Pitbulls bewährt. So, und damit wir gleich einen dementsprechenden Vergleich haben, fahre ich die gleiche Strecke jetzt gleich noch einmal mit dem Bontigammer. Auf den Pitbulls. Jetzt wollen wir schauen, wie der das da macht. Also da auf, jetzt wissen wir mal, das ist schon mal problemlos gegangen mit dem, ohne, das geht mit dem Pitbull überhaupt nicht. Halt. Müssen wir ein bisschen Lochdruck verleihen. Aber es geht auch. Man muss halt ein bisschen anders fahren damit. Man sieht halt schon, er ist erstens einmal um einen halben Kilo schwerer und mit den etwas härteren Reifen. Allerdings fühle mich da jetzt auf der Strecke von so weit weg das Auto nicht mehr, weil das wirklich einfach zu gefährlich ist. Ihr habt es gerade gesehen, man, ihr braucht seine Regeln noch anschauen, wie stark das der ist. Aber wenn der da zum Kugeln anfängt, dann hört er nicht mehr auf. Und der ist halt unglücklich mit dem linken Hinterradl auf einen Stock gebombert. Und das hat dann die Achse gezupft beim Jägermeister. Wie ihr eh gesehen habt. Wie gesagt, ist ein Schaden von 13,60 €. Aber halt wieder locker 2 Stunden Arbeit. Also so schlecht geht er jetzt eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Aber Usus ist halt einmal, dass der Braulein, noch dazu jetzt mit den neuen Einlagen, ordentlich griffiger ist und kompakter ist vor allem.
Jawohl, herrlich. Nämlich genau da fängt dann die Spreu vom Weizen zum Trennen an. Weil da bin ich nämlich nur problemlos, einfach wirklich nur problemlos mit Standgas durch und geholt mit den Brauleins. Da braucht es da ein bisschen einen Nachdruck. Ja, und wie man da sieht, er rutscht auch mehr. Schauen wir mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Dabei mag ich soweit nicht wegstehen. Mehr. Jetzt habe ich ein bisschen Fugo. Und zwar deswegen. Und das brauche ich bei dem Auto nicht auch. Darum habe ich ja Gott sei Dank zwei. Dass ich halt weiter operieren kann. Und wie wenn ich es gewusst hätte, dass ich heute beide mitgenommen habe. Weil sonst normal fahre ich sonst mit dem Radl gefahren, weil es doch wärmer geworden ist. Und da hätte ich dann noch einen mitgehabt. Und das hätte dann blöd ausgeschaut. So. Und jetzt da auf, das wird eine riesen Herausforderung werden. Ja, es ist gleich wie beim anderen, nur wahrscheinlich ein bisschen schlimmer. Ja, weil du darfst halt nicht locker lassen, bevor du nicht wirklich oben bist. Und das ist natürlich wieder große Gefahr. Mal schauen, dass ich ihn irgendwie oberwegerzen mag, ein bisschen. Oh ja. Wow, der macht mir Angst. Oh, jetzt, glaube ich. Aber es gibt da nichts, was die irgendwie ein bisschen verschnaufen lässt.
So. Und jetzt noch einmal die Dead Bridge mit dem Bontegama. Das sollte normal gleich funktionieren. Sogar sehr gut. So, Stellungswechsel, Finger weg vom Abzug. So. Aber die fahren schon beide großartig. Gibt es überhaupt keine Frage. Obwohl beide unterschiedlich aufgebaut sind. Und das ist genau das, was sie interessant macht. Und nicht vier gleiche Autos. Das ist das Kasperlwerk, weil da habe ich auch schon sie und kaufe mir vier Heiseln und haben den gleichen Effekt. So. Wird halt da wahrscheinlich jetzt noch eher rutschen. Ja, genau, das ist es. Das Problem habe ich halt mit dem Jägermeister und mit dem Proline nicht. Weil der einfach von der Gummimischung her ganz anders haltet. So, da ist wieder oberste Vorsicht, weil das ist nämlich die Stelle, wo der Jägermeister abgestürzt ist beim Eindrehen. Nämlich genau deswegen. Also das ist, es sieht total harmlos aus, bitte, total harmlos. Aber was ist, wenn man da ist, einfach beim Einlenken reicht, dass er wegkippt. So, aber wäre nicht ich, wenn ich es nicht noch einmal probieren tät. Weil es gibt es ja gar nicht, dass das nicht geht. Ah, Sperren aus. Okay, mit Sperren aus ist es kein Problem. Funktioniert das. So.
So, jetzt fahren wir über die Todesbrücke zurück auf. Halt. Also rauf geht es halt da wesentlich besser als wie oben. Und da hat man jetzt wieder den Unterschied gesehen zwischen Proline und Pitbull. So, kurz Strom gewechselt und weiter geht's. Sieht das Teil nicht geil aus, ha? Und jetzt schauen wir uns das einmal von der anderen Seite aus, den Übergang. So, liebe Leute, und diesmal eine Überfahrt von ganz drüben rum, aus einer anderen Perspektive. Ja, jetzt ein bisschen weiter zu. Ich habe schon wieder den zweiten Gang erwischt. Irrtümlicherweise, das geht leider so blöd bei der Fernbedienung. Das ist ein bisschen. So, da jetzt die Überfahrt. Die haben wir wieder im ganz exklusiv. Aber also angefahren hätte ich sie einmal richtig gut angefahren. Aber jetzt schauen wir weiter. Jetzt einmal ein bisschen weiter weggehen. Also ein bisschen eine andere Perspektive da ist. Weil da sieht man, wie knapp und hauchdünn, dass man da fahren muss, dass sich das da überhaupt ausgeht, dass du da raufkommst. So, nach Positionswechsel geht es wieder weiter.
So, ich glaube, ihr wisst jetzt da, was da wieder kommt. Und da muss ich ihn sichern, halt da bitte. Und das geht, weiß nicht wie weit, so fuhr da wie. Darum gehe ich da weiter zu, wie bitte. Jetzt müssen wir jetzt entschuldigen, weil da fahre ich jetzt nur mit einer Hand, damit ich mit der anderen schnell zugreifen kann, wenn es ist. Gedacht habe ich mir, dass der Zopfen ein Pferdefuß sein wird. Aber er hat es jetzt wirklich geschafft. Unglaublich. So. Und jetzt den Steilhang herunter. Der, was der große Pferdefuß war beim Auffahren. Also da geht es mit der Lenkung ein bisschen zum Spülen, dass man das Vordergesteuer ein bisschen nach links kriegt. Ich muss da leider so weit nebenstehen, leider tut mir leid. Jetzt könnt ihr das nicht so wirklich sehen, weil das ist so dermaßen steil, dass es eigentlich nur noch ums Oberfallen geht. Und darum, ja, und jetzt werden wir ihn probieren, in die andere Richtung zu drehen, was wahrscheinlich so nicht funktionieren wird. Liebe Leute, ich muss ihn hinten ein bisschen einmal tun, weil sonst das ist mir wirklich zu gefährlich. Da geht es so steil runter, das will ich da nicht riskieren. Nachdem ich eh schon den Jägermeister heute tot gemacht habe, kann ich nicht den auch noch killen. Also wie ihr sehen könnt, es ist dermaßen steil da. Aha, da hat sich irgendein Ast drinnen verheddert. Jetzt ist er, glaube ich, nicht ganz gegangen. So. Ui! Weiß nicht, ob ich da drüber aufgekriegt wieder. Wohl, schau, er schafft's. Er schafft's.
So, einmal da. Sag's euch, Leute, das ist einfach ein Traum. Ein Traumtag heute da und herrlich, herrlich. Es ist, macht Freude, was das Ganze ein bisschen trübt, dass ich die Hinterachse vom Jägermeister zerstört habe heute. Aber okay. Damit werde ich auch leben können. Heute wird heute noch bestellt. Am besten gleich zwei. Jetzt in Anbetracht dessen, dass das passiert ist. Oh ja. Und filmen, wie ihr wisst, tue ich grundsätzlich sowieso so, dass ich das Gelände auch mitziehe. Weil das Auto, wenn ich irgendwas Neues habe, kurz zu wie einmal und dann eine Sicht, das sehe jeder und fertig. Aber ich, wenn ich halt das Video anschaue, dann möchte ich halt auch gern sehen, wo so ein Auto fährt. Schaut euch das super coole Gelände an. Das hätte Samanka gern. Vor der Haustür. So, jetzt gehen wir mal noch. Jawohl, bitte. Ja, liebe Freunde, jeder
meiner Fans, wenn er es schafft, dass es da herkommt, dass es ihm nicht zu weit ist. Jeder ist herzlich willkommen, außer einer. Außer einer ist er jeder herzlichst willkommen. Weil der GV-Biker 1, der hat da nichts verloren. Ganz sicher nicht. Weil so niveau- und charakterlos und präpotent ist mir noch keiner begegnet und sowas ist verwandt auch noch mit mir. Es ist Schande pur. Ein Familienzwist in die Öffentlichkeit zum Tragen, also da gehört schon halbwegs was dazu. Da musst schon einen Charakter haben, dass die Hälfte genug ist. Damit solche Leute wohl nichts zum tun haben. Widmen wir uns wieder den schönen Dingen im Leben. Und das ist da. Das ist schlicht und einfach da. Und das ist Hammer. Das tröstet so viel, über vieles hinweg, dass das sagenhaft ist. Einfach schön. No. Und da ist jetzt der Brolein da. Also mit dem war das jetzt der Agmar gewesen. Ein leichtes Druckerl und fort bist. Nein, das geht mit einem nicht. Das lassen wir. Man muss auch sehen, wenn man verloren hat. Ja, das ist das. Fallen wir nicht runter da. Wow. Entschuldigung. Da bin ich jetzt weg. Aber man sieht es da glaube ich sowieso nicht, gell? Durch die Sonne. So.
haben wir wieder eine super heikle Position da oben.